Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Oras Wi-Fi-Kampf, heute wieder zur späten Stunde. Ich weiß, Uploadplan, dies, das. Es ist momentan schwierig für die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen Bescheid. Ich habe momentan PC-Probleme, Capture-Card-Probleme, alles Probleme. Darum kommt auch heute kein Smash, dafür kommt aber morgen oder übermorgen drei Videos. Sprich, Smash wird dann dort irgendwo mit eingebaut. Und ich habe ja auch schon von vornherein gesagt, diesen Uploadplan gibt es, aber es wird auch oft sein, dass ich mich nicht an diesen Uploadplan halten kann, weil ich habe jetzt momentan sogar Urlaub und es ist trotzdem stressig wie nichts, wegen diesen ganzen Problemen. Und ja, wir kämpfen heute gegen Fabi auf Skype bei Riches Kapels. Und er hat ein sehr, sehr cooles Team dabei. Er hat dabei Trevenant, also Trombok, Cobalium, Klick-Die-Klack, Roserade, wahrscheinlich Megataubos und Calamanero. Wir haben in meinem Team Somnivora, Maxax, Mega Galagladi, Zoroark, Lepumentas und Pyroleo. Ich kämpfe mit diesem Team gerade zum dritten Mal. Beim ersten Mal ist meine Aufnahme abgeschmiert. Beim zweiten Mal war mein Gegner der Meinung, überall bekannt zu geben, dass er gewonnen hat. Dann macht die Aufnahme natürlich auch sehr viel Sinn. Und ja, ich hoffe jetzt auf gutes Gelingen und wir werden sehen. Ich rechne hier mit dem Cobalium-Lied. Muss ich ganz ehrlich sagen. Darum fange ich auch mit Pyroleo an. Weil auch wenn er speziell defensiv ist, werde ich ihm... Werde ich ihm guten Damage machen. Ja. Bevor ich ein bisschen Angst habe, ist Donnerwelle Eisenschädel. Die Strategie ist immer eklig. Aber wir werden sehen. Okay, ich sehe schon, ich habe wieder 1000 Skype-Nachrichten. Gleich hat er mir was geschrieben. Er hat sie mir geschrieben, cooles Team. Deins auch. Und ich habe mir sein Team nicht aufgeschrieben. GG. So. Okay, wir fangen mit Pyroleo an. Und er hat mit Taubos angefangen. Was? Beat that hair. Okay. Was wird er großartig gegen uns machen, ist die Frage. Wir können jetzt für einen Hyperstrahl gehen. Aber ich glaube, selbst der würde noch nicht mal aus... der würde ausreichen, oder? Was hat denn... Schauen wir doch mal ganz kurz, was Megataubos für eine spezielle Defensive hat. Ich glaube, mit Orkan würde er uns nicht One-Hit KO'en. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Megataubos hat eine Spezialdefensive von 80. 80 ist nicht so hoch. Dadurch, dass wir gescarft sind, outspeeden wir ihn. Ich gehe für einen Hyperbeam. Ich gehe jetzt tatsächlich für einen Hyperbeam. Er geht direkt in seine Mega-Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht, wenn Schallwelle für... Also wenn jetzt Hyperbeam nicht von One-Hit reicht, dann wäre es ziemlich doof. Bitte reich aus, weil dann hätte ich den Fred schon mal weg. Hyperbeam ist competitive over 9000. Bitte reich aus. Sehr schön. Direkt sein Mega-Pokémon ausgeschaltet. Direkt einen harten Fred weg. Ich weiß, ist es jetzt sehr einfach für ihn, Pyroleo zu killen. Aber ja... Okay. Er schreibt mich an. Was? Oh Gott, ey, dieser Hyperbeam. Schon mal eine schöne Eröffnungs-Matchup. Oh Gott, ey. Ach, Pyroleo. Er hat gerade zu mir geschrieben, mir fällt gerade auf, dass ich eine Feuerschwäche habe. Also, dass er eine Feuerschwäche hat. Okay. Die Sache ist die, er kann sich jetzt boosten. Und wir sind gescarft. Aber ich habe immer noch meine physische Wall, von daher... Stört mich das relativ wenig. Wir sind immer noch gescarft, muss man auch bedenken. Ich bin froh, dass der Pyroleo nicht killt, weil Pyroleo ist nämlich ein harter Threat für ihn. Aber das ist seine Sache. Ich wechsle hier jetzt auf Lepumentas, weil dann bekommt er nämlich auf jeden Fall noch Beulenhemmschaden. Und ich glaube sogar, dass wir Eingangwechsel auf jeden Fall noch tanken können. Ich überlege gerade. Stahl ist auf Boden normal, oder? Ja, doch. Ich dachte schon, es wäre nicht sehr effektiv. Wer kennt es nicht? Ab und zu hat man diese Probleme mit den Resistenzen. Okay, geht für Klickdiskus. Müssen wir, glaube ich, eine sogar tanken. Ich denke schon. Yep, eine tanken wir auf jeden Fall. Und er bekommt Beulenhemmschaden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist jetzt die Frage, geht der nochmal auf den Klickdiskus? Ich weiß es nicht. Und er hat sogar noch den Life Orb. Er hat sich mit diesem einen Klickdiskus fast die Hälfte an KP gezogen. Wow. Wen hier für die Tarnsteine, falls er raus switcht. Wenn nicht, bekommt er nochmal ultra viel Schaden.
Okay, geht für Rückkehr. Bekommt ihr trotzdem, bekommt ihr genauso. Das war dumm von ihm. Tut mir leid, aber das war nicht schlau von dir. Ich hätte ihn jetzt sogar mit Erdbeben killen können. Aber okay. Ja. Wie ist das hier für Rückkehr gegangen? Er hat wahrscheinlich gedacht, dass die ausreicht. Da hat er aber Lepumentas unterschätzt. Ey, nochmal für Rückkehr. Wird ihn die jetzt schon killen? Ich weiß es nicht. Ah. Wird knapp. Jetzt noch der Life-Up-Schaden. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, er hat 5 KP oder so. Aber dadurch, dass wir gescarft sind, kann er uns eigentlich auch... Nee, er kann uns nicht outspeeden. Glaube ich nicht. Bin auf Pyroleo. Gehen für einen Flammenwurf. Kann er uns outspeeden? Ich hätte auch einfach auf Zora gehen können und für einen Tiefschlag gehen können. Genie. Wir gehen trotzdem für einen Flammenwurf. Ich glaube, wir outspeeden ihn. Ja, wir outspeeden ihn. Können damit seinen Klick-die-Klack besiegen. Und damit steht es 5-4. Ach ja, was hat er geschrieben? Okay, Missklick. Wahrscheinlich wegen der Rückkehr. Aber dafür kann ich nichts. Das liegt nicht in meinen Händen. Aber selbst wenn er für Dings gegangen wäre, er hätte zwar die Tarnsteine nicht auf dem Feld, aber trotzdem. Okay, geht für Calamanero. Und ich bin dazu geneigt, einfach trotzdem für einen Flammenwurf zu gehen. Ich gehe für einen Flammenwurf. Das ist mir jetzt egal. Kennst du nichts. Ich glaube, ein Kraftkoloss würde sogar noch nicht mehr reichen. Medusa ist ein sehr, sehr cooler Name für ein weibliches Calamanero, muss man ganz ehrlich sagen. Wir outspeeden ihn, denke ich mal. Ja, auch selbst wenn er gescarft ist, outspeeden wir ihn. Wir gehen für einen Flammenwurf und ich glaube, dass er Soulbest ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er Soulbest ist. Schade. Ich glaube, der Crit hat gemattert. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wenn er Choice Bandit ist, wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube, dass der gemattert hat. Ja, okay. Da habe ich aber was dagegen. Wir holen Mega Galagladi rein, können ihn outspeeden und können für einen, oder obwohl Abschlag wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ich glaube, Dings ist sogar klüger, ein Ableitieb. Oder nee, doch, nee, doch, doch, nee, nee, doch nicht, doch, doch, nee. Ja, wir gehen für einen Ableitieb. Wenn er gescarft ist, dann wäre das nämlich ein Problem für ihn. Also, nicht Problem für ihn, aber er würde uns halt zuerst angreifen. Und wir würden uns damit Ableitieb wieder hochrecovern. Ich glaube aber sogar noch nicht mal, dass der Ableitieb ausreicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es. Mega Galagladi hat einen guten Angriff. Wow. Wow. Danke, Spiel. Danke. Nett von dir. Oh Mann, muss es so knapp sein. Aber jetzt können wir sein Calamanero aus dem Spiel nehmen. Ja. Wir kommen nicht in den grünen Bereich. Wie viel steht es? Ich glaube, es steht 4-3, ne? Er hat noch Roserade. Tromborg. Tromborg wird noch eklig, aber könnte ich mit Abschlag vielleicht sogar killen? Roserade mit Psychoklinge, aber er outspeedet uns, das ist das Problem. Was war sein letztes Pokémon? Er holt rein sein Tromborg, okay. Okay, ich gehe für einen Abschlag. Ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich hoffe, weil wir machen auf jeden Fall sehr, sehr guten Damage. Und es reicht aus. Okay, sehr schön. Wir hauen ihm seine Überreste weg. Überreste sieht man auch sehr, sehr selten auf Tromborg. Man sieht ja eher die Harvest-Taktik. Er holt sein Roserade ein. Okay, das muss ich jetzt nachgucken. Wie viel Base Speed hat Roserade und wie viel hat Mega Galagladi? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Mega Galagladi hat, ich habe hier immer meine coole App, 110. Und Roserade hat, Roserade hat 90. Okay. Wenn er nicht gescarft ist, outspeeden wir ihn. Wir gehen für eine Psychoklinge. Und wir treffen und die Psychoklinge wird auf jeden Fall ausreichen, um dieses Roserade zu besiegen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mega Galagladi räumt hier tatsächlich auf. Ich mag Mega Galagladi. Mega Galagladi ist echt einer der neuen Mega-Entwicklungen, die mir mit am besten gefallen. Das mit Megazaubers am Anfang tut mir so leid, aber es war so cool. Und sein letztes Pokémon ist, stimmt, sein Cobalion. Cobalion ist Kampfstahl. Stimmt, können wir mit einem Ableitieb wahrscheinlich sogar One-Hitten. Bin mir nicht sicher, ich glaube es. Sage ich schon die ganze Zeit, aber ich weiß es halt nicht genau. Wählen für einen Ableitieb
Und wow, okay, das kann es auf jeden Fall tatsächlich sogar sehr gut tanken, aber er kann, glaube ich, nicht viel gegen uns machen. Er hat den Beulenhelm, das heißt, er ist für sich defensiv. Und da sieht man mal wieder die Power von Galagladi. Der Eisenschild wird uns auf keinen Fall killen. Und mit einem weiteren Ableitieb können wir ihn besiegen. Ja, das war der Kampf. GG. Okay, war trotzdem guter Kampf. Auch schade wegen dem einen Missklick, aber der hat, glaube ich, gar nicht so hart gemattert. War trotzdem guter Kampf. Ich glaube, dass man muss auch dazu sagen, dass vom Tier her er viel stylischere Pokémon dabei hat. Von daher, er hat auf jeden Fall sehr gut gespielt. Okay, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.